Hi, willkommen zurück zu Elden Ring Shadow of the Erdtree. In der letzten Folge habe ich so eine blaue Lady besiegt, die mich ziemlich geärgert hat. Und in dieser Folge werde ich auf jeden Fall jetzt mal Bericht erstatten. Hier war nämlich ein Kumpel, der hat irgendwie gesagt: Ach, ja, gib mir doch mal Bescheid, wenn du noch Kreuze findest. Bei dem gucken wir jetzt mal vorbei. Und sagen mal, hey, hier. Nach Person in Grünspanrüstung fragen. Was? Welche Person in Grünspanrüstung? Ach, der da. Oh, you must mean Samor. Ja. Samor is a kind and stalwart ally. He provisions our little outfit. Samor traffics with the Forager Brood, his brethren. Who collect supplies from all corners of the land. No doubt they find inspiration in his many virtues. These are not your foes, Tarnished. Should you spot any forager brood, be sure to mind your manners. Okay. Righteous Tarnished, what brings you here? Hallo. Righteous Tarnished, what brings you here? Du hast mich gefragt, dass ich dir die Positionen von diesen Kreuzen gebe. Und jetzt willst du sie nicht wissen, oder was? Was ist das denn hier? Jetzt habe ich extra mal aufgepasst, was mir die NPCs erzählen, und habe gedacht, ich kann hier jetzt eine Quest irgendwie weiterführen, und dann nichts. Wow. Wow. Da passt man einmal auf, was einem erzählt wird. Und dann bringt's nichts. Ich bin enttäuscht. In battle, you can be sure I'll hold my own. Ich weiß noch nicht mal, gegen was oder wen wir hier kämpfen. Ich möchte mich ein bisschen. Schafe. Ich möchte mich ein bisschen hier hinten umgucken. Da war ja, hier an der Stelle war noch irgendwo ein Loot zu sehen. Ich guck mal hier hinten rum und so. Dann würde ich mir ganz gerne den Teich hier vorne anschauen. Da ich jetzt so nah am Teich bin, gehen wir erstmal zum Teich. Schauen wir mal, was da so geht. Da warst du auch zuletzt. Was heißt, also, ja, es ist ja jetzt nicht unbedingt mein zuletztes. Ist das ein Drache? Ich glaube, das ist ein Drache. Ein Drache, der verprügelt werden will. 100 Pro. Ja, das ist ein Drache. Hi, wie machen wir zwei das? Bist du überhaupt noch am Leben? Du bist doch 100 Pro noch am Leben. Ja, okay, alles klar. Geisterflammendrache. Wie viel Schaden mache ich dir denn so? Jetzt nicht so viel. Ah, es geht. Hey. Scheiße. Ich hab's gesehen und will losreiten, aber mein Pferd meint, nö. Machen wir heute nicht. Heute wird nicht geritten. Sheet. Okay. Alles klar, ein fetter Untotendrache, geil. Wie viele Runen habe ich da jetzt verloren? Ich glaube, das sind schon ein paar.
Pferdekämpfe echt dumm. Ja, die Pferdekämpfe sind nicht so geil. Ich werde jetzt auch ohne Pferd kämpfen wahrscheinlich. Ich bin nicht mehr sicher, wie habe ich das denn gemacht? Doch, ich habe die bisher immer mit dem Pferd bekämpft, ne? Aber mit dem Schwert geht das nicht so gut. Ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, die Keule ist besser. Weil mit der Keule kann ich zweimal zuhauen. Das Schwert hat gerade immer einmal gehauen, dann hat er es wieder auf die Schulter gelegt, dann hat er wieder einmal gehauen, wieder auf die Schulter gelegt. Das ist nix. Genau, hier zieht er einmal durch. Aber hier ist doch irgendwas, ist doch hier seltsam. Der verhält sich doch anders. What the fuck? Der verhält sich doch anders als die anderen Drachen, die ich so gewohnt bin. Man kommt einfach in den Stunlock rein, weil man ein bisschen Damage kriegt. Und kriegt dreimal vollen Schaden von seinem Eisscheiß. Kämpfe ich den jetzt? Kämpfe ich den jetzt weiter? Oder versuche ich es erstmal... Ich meine, ich gehe hier in die Richtung und denke so, ich erforsche jetzt einen kleinen See. Boom, Drache. Huh. Warte mal, da vorne ist eine Gnade, oder? Da muss ich nicht so weit reiten. Ja, wunderbar. Pet. Der Pet im Chat meint hier gerade, ich soll mich doch gründlich überall umschauen. Das ist lieb, ein guter Hinweis. Ja, ich verstehe das. Für wenn man auf den Loot angewiesen ist, ist das korrekt. Ich war es bisher nicht. Und hatte wenige Probleme, auch wenn ich Loot nicht mitgenommen habe. Also alles easy. So, versuche ich es jetzt mal ohne Pferd, weil der hier so doch recht zügig unterwegs ist und so ein bisschen anders als... Ja, der ist wesentlich zügiger unterwegs. Alter, und mein Pferd ist einfach... Ja, steh halt jetzt auf, Mensch. Ach, und Eis kommt danach auch noch. Ja, du willst mich doch verarschen. Dann stampft er auf... Lukas, hi. Dann stampft er und danach kommt eine riesige Schockwelle. Und mit der Schockwelle macht er dann auch nochmal Eisschaden. Heiliger Strohsack. Ja, nee, da habe ich gerade keine Lust drauf. Das ist mir zu wild. Da gucken wir mal später vorbei. Ich meine, ist ein cooler Drache, so mit den Fetzen und so. Finde ich geil, mit den Knochen. Ist richtig stark, ist cool. Gefällt mir. Aber die Eisnummer ist mir ein bisschen zu viel gerade. Das würde mich nur nerven. Was ist da hinten noch? Oh, was ist hier? Ich habe schon gehört, es gibt Dungeons ohne Endboss. Also so Mini-Dungeons. Kerker von Belurat. Nice.
Hallo. Oh. Moment. Hallo? Sie da unten? Hallo? Hört ihr mich? Wo finde ich hier Loot? Die wollen nicht antworten. Saftsack. Springt der mich einfach an? Gefrorene Made. Du bist auch eine Made. Eine heulende Made. Oh, ach Mann, ey, hab ich mich erschrocken. Oh, dieses Spiel erschreckt mich gerade an jeder Ecke. An jeder Ecke muss mich hier Elden Ring Shadow of the Erdtree erschrecken. Und es, ich hasse es. Ich bin kein Freund von sich erschrecken. Es kann jetzt dann auch langsam mal wieder aufhören. Ich habe verstanden, dass es ab und zu mal einen Schreckmoment gibt. Aber echt die ganze Zeit, nerv mich nicht. Du wolltest mich auch erschrecken. Jetzt bin ich gerade erst eine Leiter runtergefallen und dann springt mich einer von der Seite an. Reicht dann auch wieder. Ich bin eine Treppe runtergefallen, keine Leiter. Alter, da geht's ja voll weit nach unten. Das ist ja riesig. Was blärt ihr hier rum? Warum seid ihr am Heulen? Bitte, warum heulst du hier rum? Heulst du um die Maden? Vielleicht heulen sie um... Oh, ei, aua! Vielleicht wegen der Maden. Hallo? Ja, heult mal weiter. Na? Kein Essen mehr? Oder besoffen? Schlafen auf dem Tisch. Im Sitzen, eingepennt, zu viel gesoffen. Ei. Oh, bitte nicht das Glas! Ich verspreche es, ich werde es nie wieder tun. Oh, diese Leute, ey. Ich schwöre, ich werde leben wie ein Heiliger. Okay, was auch immer. Weiß ich auch nicht, was du mir erzählen willst. Ah. Huh. Ah. Huh. Probiere ich das? Ich denke, ich werde das probieren an der Stelle hier. Die Hüpfpassage. Ich muss. Hier geht's nämlich nicht weiter. Was ist das? Du bist ja ein hässliches Ding. Jetzt wissen wir auch, was in den Krügen drin ist. Oh. Hi. Ja, du hast nicht so Bock auf mich.
Ah ja. Ich verstehe nicht so ganz. Es kann sein, dass das die blutungsresistent war, die gute Lady. Und meine Keule deswegen nicht so viel Schaden gemacht hat. Ich will nicht zu viel spoilern jetzt hier. An die Leute im Chat, die vielleicht noch dahin kommen, wo ich schon war. Was geht hier ab? Das ist ja riesig und gigantisch groß. Was ist hier los? Ist das hier die Krugmanufaktur? Werden hier die Krüge vielleicht hergestellt? Scheiße. Ich wollte da gerade hinlaufen. Mann. Oh, du bist ja am Leben. Stopp. So, warte mal. Die ganze Nummer hier verwirrt mich schon ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Oh, und schon wieder wurde ich erschreckt. Ich glaube, ich habe jetzt in jeder Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich mich dreimal erschreckt oder so. Es ist wirklich auch gut jetzt irgendwann. Schwerer gesprungener Topf. Ein Schlüssel-Item. Ah. Okay. Verstehe. Für jemanden, der noch nie gecraftet hat in diesem Spiel, wichtiger Gegenstand. Äußerst wichtig. Hallo, wo geht's hier lang? Noch einer? Verlorene Kriegsasche. War ich hier schon? War ich hier noch nicht? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ah, hier ist der Eingang. Okay, hier von hier bin ich gekommen. Da bin ich dann durch. Gehen wir mal einfach, halten uns rechts an der Wand.
Einfach rechts an der Wand lang. Ja, hier komme ich dahin, wo ich... Ja, okay. Nee. Ah ja, schau mal hier. Ah, wunderbar. Ah, ihr seid ja niedlich. Die spielen Flugzeug. Ach so, jetzt kommt ihr, oder was? Okay. Was war das denn? Das war neu. Habe ich noch nicht gesehen bei denen. Da geht's. Ey. Okay, da könnte ich weiter runter hüpfen. Aber da auch. Ich glaube, ich nehme den. Schau mal, was hier geht. Ah ne, wait. What? Der fährt nach oben. Was ist das? Warum leuchtest du? Warum klappt hier nichts? So, wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Großes Gefäß. Das ist ein ganz schön heftig großer... Ah, da unten. Heftig großer Dungeon oder was? Keine Ahnung. Ah, hier komme ich jetzt wieder... Aha. Ja, wunderbar. Hier komme ich nämlich wieder dahin, wo ich angefangen habe. Nice. Guck mal an. Jetzt können wir darüber. Keine Marika-Statue? Wait. Doch, hier steht doch eigentlich eine, aber aus irgendeinem Grund funktionieren die bei mir nicht. Sieht jedenfalls so aus. Vielleicht da drin. Ah, jetzt geht's. Okay. Halbmensch, Schwertmeister Onze. Okay. Cool. Nice.
So schlecht kann meine Keule gar nicht sein. So. Eigentlich wollte ich ja dahin, zu diesen Bögen. Und mal kurz einen Abstecher in einen Dungeon gemacht. Und mal kurz schauen, was das hier ist. Okay, das scheinen Gräber zu sein. Wie geil das hier einfach wieder aussieht, ne? Oh, was geht da hinten noch? Und was ist das hier für ein Material? Ich bin jetzt schon oft genug Radarfrucht, ja, oft genug dran vorbeigeritten und hab's nie mitgenommen. Hab schon gesehen, was da drin auf mich wartet. Ich hab dich schon gesehen, du hässliche Fliege. Handbuch des großen Herrschers. Okay. Ich sollte wirklich mal gucken, was ich so alles herstellen kann. Ich habe da noch nie nachgeguckt. Weil ich noch nie irgendeinen Scheiß produziert habe in diesem Spiel. Doch, ich glaube einmal. Einmal habe ich, glaube ich, Waffenfett hergestellt. Ah, und die Früchte für die Heilung von Torrent. Hier sind auch diese ekelhaften Fliegen unterwegs. Die sind voll nervig. Einfach nur des Todes nervig. Was versteckt ihr in eurem Haus? Ist da Loot drin? Hier ist Loot. Leid-Talisman. Okay. Alright. Cool. Wow. Okay, nice. Das sieht geil aus hier. Nee, warte, Fliege. Mensch, meine Güte. Wollt ihr den Talisman wiederhaben? Deswegen? Haut ihr mich deswegen? Bin doch nur hier, um die Aussicht zu genießen. Holy shit, da unten ey! Geh weg. Da unten geht's auch noch voll weiter, ne? Verehrte Geisterasche, passt. Kann ich Torrent noch ein bisschen stärken? Alter, da unten geht's, glaube ich. Ich glaube, man kann da hin. Es sieht jedenfalls so ein bisschen so aus. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, hier. Doch, da unten sind Gegner. Man kann da unten hin. Krass. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass man hier unten hin kann. Ich hätte jetzt da irgendwie so unendliche Schlucht vermutet oder sowas. Aber nein, es ist keine bodenlose Schlucht. Diese Schlucht hat durchaus einen Boden. Ofengesicht, Handbuch, Ofengesicht, Ofengesicht. Okay. Wow, man kann bis da runter, ne? Wahnsinn. So, jetzt ist so ein bisschen die Überlegung. Ich würde mich gerne mal ganz kurz nochmal hier umschauen. Einfach weil ich doch recht zügig Richtung der ersten beiden Bosse gerannt bin. Oh, okay. Da ist das Gras reingeladen. Und einmal ganz kurz jetzt schauen, was ich jetzt basteln kann. Weil irgendwie habe ich ja doch
Muss ich dafür gar nicht ans Ding? Ah, Objektherstellung hier. So viel Zeug, ne? Ah ja, guck mal, hier diese schweren Feuertöpfe zum Beispiel. Werf dies auf Gegner, um schweren Feuerschaden zu verursachen. Das könnte natürlich schon irgendwo helfen. Fäulnistopf, Stinktopf, Gifttopf, schwerer Schwarmtopf. Werf dieses Gegner einen großen Schwarm Blutfliegen zu entfesseln. Es gibt schon geiles Zeug hier, ne? Um 3 kleine Feuerschlangen zu beschwören. Schon witziges Zeug. Schwerer Ofentopf. Dafür braucht man das Ofengesicht. Und Mesmos Blut. Ne, Glut. Glut mit G. Gegner werfen, um einen flammenden Wirbelwind zu erzeugen. Meine Okay, alles klar. Verursacht Kurzraserei. Verströmt Giftnebel aus eurem Mund. Stärkt Angriffskraft eines Verbündeten und reduziert einmalig Schaden. Funkenaromen. Verbrauchst FP, verteilt Funken in einem großen Bereich. Dieses Parfümzeug oder Aromazeug ist, glaube ich, auch ganz geil. Kuckucks Schimmerstein. Ja, also auf jeden Fall kann ich hier wieder sehr krassen Scheiß herstellen. Waffenfett. Jetzt habe ich es gesehen und kann es getrost wieder vergessen. Ich habe es wahrgenommen. Was ist das hier? Ihr seht so aus, als könnte ich euch irgendwie was füttern. Okay, wer von uns... Meine Fresse, du blöder Vogel! Reicht dann auch wieder, Mann! So, kann ich euch irgendwas füttern? Nee. Ich habe ja so einen Magiesteinschwertschlüssel bekommen, aber... Keine Ahnung, wofür der ist. Was seid ihr denn? Jetzt. Okay, die wollen jetzt alle. Ich hab die wohl aggro gemacht. Nee, Vögelchen, kein Bock auf dich. Gibt's hier auch so Gefängnisse? Was ist das? Namenloses Mausoleum. Okay. Dann schauen wir mal. Ritter des einsamen Kerkers. Wow.
Holy Guacamole. Oh, shit. Na bitte, geht doch. Okay. Bisschen verprügelt halt. Gut. Wir haben uns einfach ein bisschen geprügelt. Alles gut. Großschwert der Einsamkeit. Helm der Einsamkeit, Rüstung der Einsamkeit, Stuppen der Einsamkeit und Beinschutz der Einsamkeit. Geiler Helm. Richtig geiler Helm. Das sieht... Oh mein Gott. Also diese Rüstung sieht so geil aus. Das ist ja der Shit. Jetzt nehmen wir mal noch das Schwert in die Hand. Oh, da hat man direkt Bock, so rumzulaufen, ey, und die Leute zu verprügeln. Geil. Ja, hier hatten... Oh, das ist ein... Das werde ich hochleveln, glaube ich. Hier kann ich leider nicht sehen, was der Grundwert war. Aber das... ist doch genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen leichter wieder machen, weil ich bin zu schwer. Das sieht dumm aus. Das sieht sau dumm aus. So will ich nicht rumlaufen. Oh, und jetzt will ich unbedingt gucken, ob ich dieses Schwert direkt hochleveln kann. Ich müsste ja jetzt doch einige, ich habe einige Seelen, ne? 288.000 Seelen, ja klar. Okay, ganz kurz nochmal die Ecke hier hinten checken, ob irgendwas geht. Nope. Gut. Kann ich nicht irgendwo den Favoriten Tafelrundfeste? Ah, X zur Tafelrundfeste, da will ich hin. Genau. Und dann schauen wir mal kurz, ob wir dieses Schwert direkt hochleveln können. Einfach nur, um mal noch eins zu haben. Nun gut. Geil. Kann ich an dem Schwert irgendwas verändern? Nee, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert, das ist nämlich so ein... So ein Standardschwert, also so ein, nicht Standardschwert, sondern... Gut, ich würde sagen, ich habe so gut wie alles gesehen. Hier nach hinten noch. Ja, komm, gucken wir da auch noch kurz hin. Irgendwie würde ich gerne noch da hoch.
Aber ich habe jetzt keinen Weg gesehen, der mich da hochführt. Also, irgendwann mal vielleicht. Oh, da unten. Da unten geht's auch ab. Was war das und warum erschreckst du mich? Wer kreischt? Keine Ahnung, irgendwas hat gekreischt. Du beobachtest still. Das ist in Ordnung so. Geil, wie das aussieht. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Hoppla. Pfeile, schwarzer Feuerfalter. So, mal ganz kurz auf die Map schauen. Ja, da wollte ich hin. An dir teste ich mein neues Schwert. Yep. Ich würde sagen, das geht. Kann man machen. Ey, was ist mit dir? Darf ich mit dir reden? Nö. Na, wenn ihr hier nur so chillt, dann chillt mal bitte weiter und lasst mich in Ruhe. Wen haben wir denn da vorne? Noch einen Testkandidaten für mein neues Schwert. Hallo. Guten Tag, ich würde mich gerne mit Ihnen prügeln. Was halten Sie davon? Ich sehe schon, Sie haben Bock. Perfekt. Nehme ich. Schwarzer Stahlgroßhammer. Gleich die nächste Waffe, die ich voll hochleveln muss, um zu schauen, was geht. Ja, der macht halt keine Blutung oder so. Oh, heilig. Na. Da muss ich Glaube leveln. Nö, doch nicht. Wie sieht's hinter dem Wasserfall aus? Was ist da? Da leuchtet was rot. Oh, da liegt ein bisschen Loot. Oh, guck mal, da liegt ein bisschen Loot. Oh, schau mal, Loot. Goldener Loot. Hallo. Segen von Marika. Aua. Ich glaube nicht, dass diese Höhle irgendwo anders noch hinführt. Aber vielleicht gibt's hier ja auch wieder eine Höhle hinterm Wasserfall. Taujuwel. Okay. Nope. Keine Höhle hinterm Wasserfall. Huah! Hiya! Kuckuck! Schläfst du? Ich glaube, die schlafen hier einfach, die Jungs. Ich habe dein Feuer kaputt gemacht. Schlimm? Nee, okay, gut. Stört ihn wohl nicht weiter. Pff.
Feuerspirale. Ah, das ist das mit den Feuerschlangen oder was ich vorhin gelesen habe. Irgendein werfbarer Gegenstand. Okay, ich glaube, jetzt reiten wir mal nochmal dahin zurück, ob da nochmal was kreischt. Ah, das mit dem Regen ist so eine Sache, ne? Das verträgt sich mit Aufnahme und Stream jetzt gerade nicht so gut. Ich habe ein bisschen Frame Drops. Aber irgendwie geht's schon. Ich hätte jetzt gedacht, hier gibt's vielleicht auch noch so ein Kreuz oder so, aber nö. Keins gefunden. Weil angeblich soll ich die ja finden für den einen Boy. Aber der wollte dann auch nichts davon. Heiliger Strohsack! Erschreck mich halt. Logur, die Bestienklaue. Du bist Nakidai. Hast du so rumgeschrien? Heiliger. Du hast ja verrückte Waffen dabei. Bestienclown. Der Bruder hat dich eiskalt erwischt. Das kann ich mir vorstellen. Den sieht man ja auch kaum. Der hatte genau die Farbe wie die Umgebung hier. Versteckt sich da irgendwo im Busch, kreischt dich an, erschreckt einen und dann schleicht er sich hier rum. Man sieht ihn nicht. Das war wild. Also ich habe jetzt eher mit was Fliegendem gerechnet und weil das so nach einem Adler klang. Und nicht mit so einem Tarzan, genau. Ja, nicht mit so einem Tarzan, der sich da in den Büschen versteckt. Oh ja. Schweinebacke, ey. Einfach so nackt da mit Klauen. Mal ganz kurz auf die Klauen draufschauen, was die können. Ich werde sie nicht benutzen, aber... Wilde Klauen. Okay, löst Blutverlust aus. Okay, ja, das kann natürlich ganz witzig sein. Ich glaube, man kann Spaß mit diesen Waffen haben. Sehr viel Spaß sogar. Aber ich bin eher der Typ fürs Grobe. Hey Kiwi! Hey, hi und grüßt euch an die Leute von Kiwi. Kiwi-Überfall, hey Hatti. Hi. Oder Hartimen. Robby auch noch am Start. Grüßt euch, danke für die zwei Raids, Leute. Robby Raid, die Nasetastatur. Hi. So. Ja, Little Red Kiwi fragt, na? Ja, geht voran, geht voran. Was geht, Elden Ring, Shadow of the Erdtree DLC. Wobby, grüß dich, hi. Danke für die Raids. Ja, ich bin gerade am Backtracken gewesen und habe ein bisschen erforscht und ein bisschen geguckt, was hier unten so geht.
Und jetzt bin ich eigentlich soweit durch, würde ich sagen. Und jetzt wird wieder Fortschritt gemacht. Wie findest du es bisher? Sehr gut bisher. Also, es ist da genau das, was man erwartet. Es geht genau so weiter, wie es aufgehört hat. Krasse Bosse, geile Umgebung, es sieht cool aus. Anschreiben des Mönchs, okay. Sehr schön. Ich meine, ich muss grafisch natürlich ein bisschen runterschrauben, weil bei mir gleichzeitig der Stream und die Aufnahme läuft. Und trotzdem finde ich, dass es sehr, sehr gut aussieht. Ich will mir nicht vorstellen, was das Spiel kann, wenn es auf voller Auflösung läuft. Und voller, nicht volle Auflösung. Auflösung ist bei mir halt Bildschirmauflösung. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Volle Grafikqualität. Dann ist das bestimmt nochmal viel, viel geiler. Dann schalte ich ab, soweit bin ich nicht. Pat, damit habe ich gerechnet. Schön, dass du am Start warst. Und wir sehen uns. Ja, also ich bin wieder voll drin. Voll drin, ne? Es ist, hat mich gleich wieder gepackt. Und heute bin ich rangegangen und habe gedacht, ah, ich bin ein bisschen müde. Danke dir auch, Pat. Hau rein. Ich bin ein bisschen müde, vielleicht... Okay, da fliegen mir ein paar Seelen zu. Vielleicht packe ich heute nicht so viel und bin aber super fit auf einmal und habe einfach Bock. Wahrlich genau im richtigen Moment. Ich habe ein neues Kreuz gefunden. Nehmt dies. Neue mit Kreuz markierte Karte. Alrighty. Findet sie im Inventar. Mikola has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Earth 3's wanton sin. Wird die furchtbare Sünde des Erdenbaums. Auch mal im Lurk, Kiwi. Alles klar, danke nochmal für den Raid. Okay, also Mikola will wohl anscheinend irgendwie den Krieg verhindern, der hier läuft. In der ganzen Nummer hier, in dem ganzen Gebiet. Und wir sind auf den Spuren von Mikola und suchen ihn mehr oder weniger. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe. Ja. Im Hintergrund die Ziege. Geil. Gütigen Mikolas Zauber ermöglicht es uns, hier gemeinsam zu dienen. Über den Hornherold. In die Gurgel gegangen. Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower folk. A cleansing by fire. Okay. No wonder the Hornsent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower folk are no different. They were never saints. They just happen to be on the losing side of a war. But it's still a wretched shame. Okay. So ein bisschen die Story der Leute, die hier immer um die Gnade herum sitzen und ihren Unfug von sich geben. Auch schon auf Stufe 4 jetzt. Nice. Ah, ich habe schon wieder voll Bock auf Bosskämpfe. Ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Stunde wieder zwei Bosse bekämpft. Einen davon habe ich gekillt, den anderen nicht. Das andere war ein riesiger Drache, der mir ziemlich auf den Sack ging. Und in den letzten beiden Folgen davor auch jeweils einen größeren Boss erwischt. Twitch, bleibt noch einen Moment dran. Das ist nur ein YouTube-Outro, aber YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.